The station is on. Please fill the water. The station is ready. Cleaning cycle activated. Cleaning is finished. Water refilling activated. Die Ramsider Hooker, Freunde. Als wir die Reaction gemacht haben, konnte ich mir nicht vorstellen, was danach auf mich zukommt in Form von Nachrichten, Nachfragen. Wann kommt das Ding? Kannst du ein Review zu da machen? Und wie ihr seht, wir können, Freunde. Der André ist vorbeigekommen und der André hat mir gerade hier zwei Ramsider mitgebracht, die er leider auch wieder mitnimmt. Aber wir können uns die heute einmal zusammen angucken. Wir haben eben die schon mal einmal komplett ready gemacht, weil wir haben heute die Kubus da. Und die Kubos kommt normal so. Das heißt, man hat einmal eine Base Station und einmal die Shisha selbst. Die Weiße haben wir jetzt von ihrer Base Station genommen. Wenn man so raucht, kann man ungefähr zwei von diesen Cartridges, die wir hier haben, rauchen auf Akku, Freunde. Das heißt, man braucht keinen Strom und hat oben aber dieses E-Heating-Element-Gerät-Ding drinne. Und dann muss man Folgendes machen. Man öffnet hier die Klappe für das frische Wasser, füllt frisches Wasser ein macht einmal die Base Station an, macht einmal die Shisha an sich an, hört sich die Soundeffekte an, die dann kommen, und dann bereitet sich die Shisha schon ganz von alleine vor und spült die Pfeife noch zweimal komplett selbst durch. Währenddessen kann man die App auf dem Handy aufmachen, kann den QR-Code von den verschiedenen Tabaksorten, die es gibt, Scannen. Übrigens kann man diese Dinger hier auch mit seinem eigenen Tabak füllen. Das heißt, wir müssen nicht nur den Ramsider Tabak rauchen. Wir können auch einen Holzertraube Minze oder was auch immer ihr rauchen wollt, rauchen. Aber diese QR-Codes scannt man dann mit der App, damit die Shisha genau weiß, wie viel Hitze sie dem Tabak geben muss. Super crazy. Auf jeden Fall spült sich die Pfeife dann zweimal durch, scannt man den QR-Code, bereitet sich die Pfeife schon mal vor. Das Heizelement wird schon mal vorgeheizt, sodass die Temperatur dann auch passt. Dann Holt man da die kleine Cartridge raus, kann ich euch an der auch einmal zeigen. Man drückt diesen Knopf, kann dann hier die Cartridge rausnehmen und in diesen kleinen Behälter hier packt man dann einfach diese kleine Cartridge. Die kommt da übrigens mit Deckel rein, fand ich sehr, sehr komisch, aber es funktioniert. Wir ziehen auch gleich mal dran, Freunde packt dann hier die Cartridge rein, die Cartridge wieder auf diesen Träger und den Träger dann einfach wieder in die Pfeife stecken. Das heizt übrigens von oben und unten. Das heißt, der Tabak kriegt von beiden Seiten die Hitze, habe ich gar nicht mit gerechnet, ist aber eigentlich eine geniale Idee. Wir nehmen mal einen Zug. Wir haben hier übrigens jetzt den Go Mango reingemacht. Durchzug ist absolut in Ordnung, ich würde sagen so eine 7,5 von 10, ja, für eher eine 7, eine 7. Eine 7 ist es. rauch ist jetzt natürlich nicht wie ein Vollkontakt Setup oder so, denkt aber dran, wir haben ja auch sozusagen ein Abstand Setup. Es ist aber Tabak mit 6% Nikotin und holy shit, der ballert auf jeden Fall gut. Auch ohne Kontakt merkt man da ordentlich, dass man was raucht. Auch wenn der Rauch jetzt nicht so krass ist wie bei einem heftigen Vollkontakt Setup, ist er trotzdem gut genug, finde ich. Also, ich habe auf jeden Fall noch keine EHMD-Lösung auf Batterie gesehen, die so viel Rauch rausbringt. Und das für zwei von den Cartridges. Übrigens, in so eine Cartridge müssen ungefähr 5 Gramm Tabak, was ungefähr für 40 Minuten Rauchen reichen soll. Finde ich von der, ich sag mal, Kosten-Nutzen-Rechnung sehr, sehr nice. Also mit 5 Gramm Tabak 40 Minuten Rauchen, hat mir der André gesagt. Klingt auf jeden Fall schon mal geil. Ob 40 Minuten am Ende rauskommen, muss ich halt mal gucken. Wo wir eben bei der App waren, Freunde. Man kann also diese QR-Codes scannen, damit die Pfeife genau weiß, wie sie diesem Tabak und genau diesem Flavor die Hitze geben muss. Man kann aber noch mehr machen. Zum Beispiel die Farbe ändern, über die Bluetooth-Boxen in dem Ding Musik wiedergeben und, 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 und. Das ist jetzt wie gesagt die Kubus. Es gibt auch noch die größeren. Haben wir in der Reaction gesehen, dass es auch noch welche mit Beamer gibt und mit Teekessel gibt. Das haben wir bei der jetzt leider nicht mit drin. Das ist sozusagen das Basismodell, die Cleaning Station und die Pfeife an sich. Und heilige Scheiße, wie geil ist dieses Design, Freunde. Das Ding sieht doch aus wie aus der Zukunft. Wir haben hier oben übrigens auch wieder diesen kleinen Schlauchhalter drinnen, der das dann noch einhakt und so. Wir können dann die Pfeife einmal von ihrer Cleaning Station nehmen und dann haben wir jetzt hier auch die schwarze wie die weiße Solo. Und das ganze Ding hier ist die Cleaning Station. Man kann auch von der Cleaning Station einmal den Wassertank abnehmen und hier oben dann das frische Wasser reinmachen oder dieses Ding hier einmal rumdrehen, um dann das Wastewater, also das verbrauchte Wasser wieder auszukippen über der Spüle. Dann nimmt man einfach seinen Wasserbehälter wieder mit. Packt ihn wieder auf die Base Station, kann hier eben auch wieder die Pfeife draufpacken und dann ist man wieder ready. Diese Pfeife hat so viele Neuheiten. Diese Pfeife ist so komplett anders als alles, was wir bis jetzt kennen. Das ist wirklich krass. Also ich bin bei dieser Pfeife einfach komplett mindblown. Sei es die Funktion später Beamer und Teekessel dabei zu haben, was einfach crazy ist. Aber auch, dass du einfach eine App hast, mit der du die Cartridges scannst, damit die Pfeife dann weiß, wie sie dem jeweiligen Tabak Hitze geben muss, ist für mich einfach Wahnsinn. Power haben wir nur 23%. Also da geht noch was. So, ich habe gerade nochmal den André gerufen, der hat mir das nochmal erzählt. Ich habe jetzt, also wenn man die Cartridge von dem GoMango gescannt hat, geht die Pfeife auf 23% Power. Das heißt, die Rauchentwicklung, die wir gerade gesehen haben, war bei 23%. Ich habe das Ganze jetzt mal auf 40% hochgeschraubt, dann dauert es ungefähr 10 Sekunden, bis die Settings von dieser App zu der Pfeife übertragen wurden und das Heating-Element dann wieder hochregelt. Mal gucken, was gleich bei 40% passiert. Krass, okay, dann kommt auf jeden Fall direkt mehr Rauch, würde ich sagen. Übrigens gibt es die Pfeife noch gar nicht zu kaufen. Das sind jetzt hier zwei Test-Samples, ja, also irgendwie... Show-Objekte, die der André schon mal rumzeigen kann. Die Pfeife soll rauskommen in Q4. Und die Pfeife geht los bei ungefähr 600 Dollar. Es gibt aber auch Modelle, die deutlich mehr kosten. Es gibt auch welche über 2000 Dollar. Das sind ja die mit Teekessel, Beamer und Co., was da nicht alles dabei war. Aber 600 Euro für die ganze Technik, die da drin ist, ist eigentlich gar nicht so übel. Ich bin sehr gespannt, wie das finale Produkt dann wird. André hat zu mir gesagt, die ersten sollen in drei Monaten fertig sein. Ich würde sagen, wir schrauben nochmal die Power ein bisschen hoch. So, gehen wir mal auf 60% Power. Also von 40 auf 60% finde ich, wird es gar nicht mehr so viel mehr rauchen. Aber wir gehen gleich wieder auf die 23% runter. Ich nehme aber nochmal einen mit 60. Also es ist schon wirklich. Nicht unbefriedigend, was da mit Rauch rauskommt. So, wir gehen mal auf 25% runter, da waren wir ja ungefähr vorher. Batterielevel hat sich nicht geändert und wir rauchen jetzt seit 25 Minuten. Also sollten wir noch 15 Minuten zu rauchen haben, theoretisch. Wenn wir jetzt auf der App noch einmal rüber swipen, können wir auch noch das Cooling System fürs Wasser aktivieren. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, geht ein kleiner Lüfter in der Pfeife an, der das Wasser runterkühlt, das sich ja erhitzt. Während wir rauchen. Also wenn man Pfeife raucht und der heiße Rauch immer wieder ins Wasser geht, dann wird das Wasser ja nach und nach etwas wärmer. Und das können wir hier ein bisschen verhindern, indem wir hier drauf drücken und das Cooling-System fürs Wasser aktivieren. Wenn man dann die 40 Minuten mit seinen 5 Gramm Tabak in dieser Cartridge geraucht hat, kommt natürlich der Cleaning-Prozess. Aber der könnte bei der Pfeife nicht einfacher sein. Ihr seht hier vorne schon die Button drauf. Es gibt zwei verschiedene Cleaning-Modes. Man kann einmal einfach das Wasser mit einem Long-Press auf den Drain-Button rausfließen lassen. Das heißt, aus der Pfeife wird das Ganze dann in den Wastewater-Tank geleitet. Oder man kann den Reinigungsprozess aktivieren, indem man auf Clean drückt. Dann wird einmal das Restwasser aus der Pfeife abgepumpt in den Wastewater Tank. Frisches Wasser wird in die Pfeife gepackt, dort in einem Cleaning Cycle durchgespült und dann ebenfalls wieder in den Wastewater Tank gepackt. Dann macht man den Wastewater Tank wieder leer über der Spüle. Das heißt, wir nehmen einfach wieder diesen Part von der Pfeife hier weg, laufen damit zu unserer Spüle, kippen das verbrauchte Wasser raus, drehen wieder hier oben einmal rum. Machen wieder frisches Wasser rein, stellen das Ganze wieder auf unsere Base Station und dann kann es wieder losgehen. Und dann kann man wieder weiter rauchen und kann sich die nächste Cartridge reinpacken. Wenn man dann also seinen Akku verbraucht hat, seine Pfeife sauber gemacht hat und die wieder aufladen will, dauert es auch nur anderthalb Stunden, um dann wieder zweimal 40 Minuten rauchen zu können. So, Freunde, hier haben wir jetzt eine von diesen Cartridges. Ne? Das heißt, wir haben hier praktisch das Pfannelloch mit einem kleinen Netz. Das heißt, es kann auch kein Tabak in die Pfeife fallen. Wir haben unten die Löcher drin, aber zum Rauchen kommt, wie gesagt, dieser Deckel hier oben drauf. Da hatte ich erst ganz schön Angst um den Durchzug und dachte, oh, ob das dann so gut ist, weiß ich nicht. Aber Durchzug war wirklich okay. Und hier unten geht dann praktisch der Rauch raus und dann hier rein und dann wieder ins Pfannelloch rein. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert, wenn wir hier einen Holster rauchen in diesem Ding. Ihr seht schon, wenn ihr jetzt den Schnitt von dem Holster seht, wisst ihr ja ungefähr, wie klein das Ganze hier ist, weil also es muss wirklich wenig Tabak rein. Und ich bin dann auch sehr gespannt zu sehen, wie die Rauchentwicklung von Holster ist und wie der Geschmack von Holster ist, weil ihr wisst ja, Bloody Punch, Traube rauche ich sehr, sehr viel. Das heißt, da weiß ich eigentlich genau, was ich erwarten kann. So soll das Ganze in Ordnung sein. Und hier kommt jetzt die Platte drauf. Und dann können wir das Ganze in unsere Cartridge packen. Wir nehmen wieder dieses Teil hier aus der Pfeife raus, haben dann hier diesen Keramikfunnel nochmal drinnen und hier legen wir dann unsere Cartridge rein. Und das Ganze kommt jetzt einfach wieder in die Pfeife. So, Freunde, wir haben jetzt den Holzer Bloody Punch in die Cartridge, die Cartridge in die Pfeife. Jetzt ist es aber natürlich so, dass die Ramsa den Holster Bloody Punch nicht kennt. Wir haben da keinen QR-Code für, den wir scannen können. Das heißt, jetzt liegt es an uns, über das manuelle Einstellen des Power Levels der Pfeife zu sagen, wie viel Hitze wir dem Bloody Punch geben können. Es gibt eine Preheating Time, da geht die Pfeife auf 100% Hitze, damit sich diese zwei Heizelemente erstmal erhitzen können und dann regelt die Pfeife automatisch runter. Zumindest, wenn man eben dieses Programm für genau diesen Tabak hat. Also, man muss das wahrscheinlich nicht für jeden Flavor machen, optimalerweise schon, aber zumindest für jede Tabaksorte. Ramsider hatte jetzt halt einen Dark Blend dabei, jetzt haben wir einen Virginia drinne und da weiß die Ramsider natürlich nicht mit umzugehen, weil das Development Team bei Ramsider, übrigens 20-Mann-Team, arbeitet da seit über zwei Jahren dran. Die erste Idee ist über vier Jahre alt, wirklich krass. Und die Ramseider weiß eben noch nicht, wie sie damit umzugehen hat. Das heißt, wir müssen es manuell machen. Ich hatte die am Anfang auf 50% Power eingestellt. Das war aber zu viel. Da habe ich sehr schnell gemerkt, dass es anfängt zu kratzen. Und jetzt bin ich ein bisschen runtergegangen. Und jetzt läuft das Ganze von der Hitze her sehr, sehr angenehm. Es ist auch wirklich krass, wie intensiv und clean der Geschmack ist. Und das ganz ohne Kontakt. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, also, um es mal vielleicht nicht mit einem. Funnel-HMD-Vollkontakt-Setup zu vergleichen, sondern mit einem Kamin-Setup, dann steht diese Pfeife dem in nichts nach. Sei es Rauchentwicklung und Geschmack, beides mindestens genauso gut wie bei einem Kamin-Setup. Funnel und HMD auf Kontakt ist für mich immer noch ein Ticken intensiver, vor allem was das Gefühl im Mundraum und im Rachen angeht. Ja, man merkt den Tabak dann deutlich mehr. Es ist sehr, sehr smooth, so wie ich den jetzt gerade eingestellt habe. Funktioniert überraschend gut. Also ich hätte wirklich gedacht, dass es deutlich mehr Struggle ist, das einmal einzustellen. Ihr müsst euch vorstellen, normal würde das Rampsider-Team jetzt hingehen, die bauen diesen Tabak, die rauchen den auf 40% für 40 Minuten und stellen fest, okay, das war zu viel. Dann probieren sie es beim nächsten Mal auf 35% oder vielleicht die ersten 15 Minuten auf 35%, dann muss er runter auf 30% und am Ende geben wir ihm nochmal Power mit 40%. Nur als Beispiel, ohne dass das jetzt großartig Sinn macht, was ich sage. Und das wird dann eben einprogrammiert in die Pfeife. Mit so einem QR-Code manifestiert, den man dann einfach scannen kann, und dann weiß die Pfeife genau, okay, ich brauche jetzt genau dieses Hitzeprofil, um diesen Holster-Tabak genau so zu erhitzen, wie er das eben letztendlich braucht. What the fuck? Nicht nur, dass Ramsider diese Profile anlegen kann, die wollen es auch so machen, dass das auch user-created sein kann. Man kann also, also ich könnte jetzt hergehen und sagen: Freunde, hört zu, der Marvin Mix. Wir haben äh, 60% Holzertraube Minze, wir haben 40% Must-Have äh, Kiwi Smoothie und ich rauche das auf den ersten 10 Minuten auf 35%, dann auf 30%, dann auf 27%. Und dann kann ich dieses Profil speichern, aber nicht nur, dass ich es mir speichern kann, ich kann es auch hochladen in eine Datenbank und ihr könnt euch den Mix nachbauen oder vielleicht als fertige Cartridge irgendwann kaufen und könnt dann sagen, ich will genau das Hitzeprofil von Marvin. Ihr könnt das dann ganz genau so rauchen. Wie ich das angelegt habe. Rauchentwicklung kannst du nichts sagen. Ich merke, dass es ein bisschen zu viel Hitze ist. Ist aber kein Problem. Dann gehen wir einfach her und ändern das mal von 32% zum Beispiel auf 25%. Und schon sollte jetzt die Hitze ein bisschen runterfallen und das Ganze deutlich angenehmer werden. Ich will so ein Ding für zu Hause, Digga. Nie wieder Pfeife sauber machen. Einfach diese Cartridge rein, Cartridge raus, fertig. Zack. Wenn du mal keinen Bock hast, nimmst du die fertiggebauten von Rampsider. Wenn du deinen eigenen Tabak und deine eigenen Mixes haben willst, dann machst du eben das. Gibt es nur noch ein kleines Problem. Und das ist natürlich der Preis. Weil auch wenn ich finde, dass 600 Euro für die jahrelange Entwicklung und die krasse Technik, die da drinne steckt, gar nicht mal so übertrieben viel ist, sind es halt immer noch 600 Euro. Und das ist halt nicht wenig Geld. Freunde. Wo ich dann gerade hier äh, meinen schönen Holzer Bloody Punch rauche, habe ich mich dann gerade nochmal ein bisschen mit dem Bluetooth verbunden, damit wir jetzt einfach nochmal ein bisschen Musik über unsere Ramsider hier hören können. Ne? Crazy. Einfach crazy. Wir haben einfach noch einen Bluetooth-Lautsprecher in unserer Pfeife drinne. Audioqualität ist in Ordnung, ist jetzt nicht krass, ne, aber ich meine, das sind Boxen, die in unserer Pfeife noch mit drinne sind. Das heißt, wenn ihr zum See geht, um deine Pfeife zu rauchen, dann ist das vollkommen ausreichend. Wenn ich jetzt noch mal kurz auf meine normalen Review-Punkte eingehen soll: Verarbeitung, Qualität, Materialien. Es ist gut gefertigt. Ja? Es ist natürlich außenrum viel Plastik, der mit einem Klavierlack versehen wurde. Aber innen ist das Ding wirklich krass aus Metall gebaut. Wenn man die Cartridge rausnimmt, kann man ein bisschen reingucken. Da steckt wirklich viel Technik drin. Die Materialien, die Verarbeitung ist wirklich absolut solide. Der nächste Punkt wäre das Design. Und auch wenn ich immer sage, das Ding muss euch gefallen, kann ich bei dem Teil einfach sagen: So kommt dieser Designer aus einer anderen Dimension? Also, wie geisteskrank futuristisch sieht denn diese Pfeife bitte aus? Und der letzte Punkt wäre Rauchverhalten. Der Durchzug ist absolut in Ordnung. Man kann halt nicht entdüften. Es gibt keinen fancy Blow-Off. Aber ob das irgendjemanden stören sollte bei der Pfeife, weiß ich wirklich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also, Verarbeitung, Qualität, absolut in Ordnung. Design, geisteskrank nice, finde ich persönlich. Und Durchzug ist auch mega. Und das Allerwichtigste von allem, das Teil funktioniert. Ich hatte ja wirklich die Sorge, als wir die Reaction gesehen haben, dass da irgendwas auf die Beine gestellt wurde, um einmal ein gutes Produkt vorzuzeigen. Natürlich ist das jetzt nicht das finale Produkt, was ich hier habe, sondern nur ein Testsample. Aber sogar das Testsample funktioniert schon so gut, dass ich sagen würde, das Ding ist ready. Ich bin mega hyped, dass ich diese krasse Pfeife testen konnte. Es ist, also es ist mir wirklich eine Ehre, ein so futuristisches, so anderes, so revolutionäres Produkt, hier testen zu können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, eure Shisha WG.